Wir befinden uns hier auf dem Pausenplatz beim Oberstufenzentrum in Zell. An drei männlichen Orten tun wir den jungen Geisenklöpfer, die das Handwerk kommen lernen, das Geisenklöpfen beibringen, mit verschiedenen Tricks und mit verschiedenen Übungen. Wie man muss hinstehen, wie man muss Geisen in die Hand nehmen und so weiter, zeigt uns gerade jetzt der Johann Erwin ein paar Sätze. Was braucht ihr zum Klöpfen als erstes? Eine gute Geisel, he? Und der Zwick, sie hat auch nicht zu weit hinten, sie ist gerade die Geisel kaputt. Was haben wir für Grundregeln? Das erste Mal den Stand, he? Aber eigenermassen, dass ihr schön Stand habt. Dann habt ihr die Geisel in die Finger und könnt hier verdrehen und schwingen. Bedeutet bewegen mit der Hüfte und mit dem Oberkörper, dass es so eine schöne Linie gibt. Oder? Die Füße bleiben einfach am Boden. Sobald ihr die Füße anfangen zu lüpfen, dann könnt ihr sich umrühren und habt ihr keinen sicheren Stand mehr. Wir haben heute ja alle ins Gürtel das ganze Jahr. Wollen wir mal einen, wollen wir mal einen zeigen, was er kann? Gut, hä? Die Kante bist gut. Das Bein hier glückt, ja. Das hat dir nicht so gefallen. Das hat nicht so laut gemacht. Ja, vielleicht ist auch bald ein bisschen, schon bald eine grössere Haft. Dann wirst du ein bisschen müder. Ist gut? Mhm. Also, machen wir drei Geschwindeine. Bereit? Ja. Auf!